Ich habe zwar voll eine MT, aber es ist scheißegal, denn er ist da. Ohne Scheiß. Wie lange bist du jetzt schon dabei? Endzeittechnisch. Endzeittechnisch, also wie soll ich sagen, ich bin jetzt 50. Ich habe mit 16 eigentlich theoretisch ohne zu wissen damit angefangen. Ich hatte kein Geld, ich hatte meine Wohnung, ich musste mein Möbel selber bauen, ich habe mein Fahrzeug selber gebaut, ich habe mein Zeug auch Schrott gemacht. Bin dann irgendwo angekommen im Motorradladen, weil ich dann gar nichts mehr hatte und habe gesagt, du, ich brauche ein Motorrad, was hast du billig da? Habe mit dem gesprochen, der fand mich so cool, ich hatte einen Mantel an mit Stahlplatten dran, ich wusste gar nicht, was mit Max ist. Der hat gesagt, hey, siehst voll cool aus. Ich habe das und das da, kostet das und das, habe ich gesagt, oh, ich weiß nicht, hast du nicht irgendwie, kann ich was aus Schrott zusammenbauen? Ich kann dir helfen in der Werkstatt. Erst war er sehr skeptisch, dann hat er gesagt, ja, komm. Und dann habe ich ihm geholfen, der war so begeistert, wie ich Sachen repariert habe, mit einfachsten Mitteln improvisiert habe und Sachen, wo kein Mechaniker hingekriegt habe, ich einfach wieder hingekriegt habe, dass die Kunden sogar schon nicht zufrieden waren, gesagt haben, Wahnsinn, das ist geil, dass er dann jemand gesagt hat, hey, Steven, dort sind die Regale, wo ein Preisschild draufsteht, darfst du nicht nehmen. Wo kein Preisschild ist, darfst du dir alles nehmen. Bau dir dein Fahrzeug, mach dir was. Dann habe ich dann auch gemacht. Es war dann, damals nannte man sowas Redbike, nennt man heute auch noch Redbike. Und dann war ein Kunde dabei und dem hat er sich mir vorgestellt und hat gesagt, hey, das ist der Mad Max. Und da habe ich zum Männer gesagt, ich heiße nicht Mad Max, ich bin der Steven. Dann hat er gesagt, hey, schon gut so. Und irgendwie habe ich dann einen Spitznamen gekriegt, auch wenn ich irgendwo hinkomme, haben sie mir Leute immer gesagt, ey, das sieht aus wie Max, ich wusste es gar nicht. Kam sehr spät mit dem dritten Teil erst, dadurch habe ich erst die ersten zweiten kennengelernt. Da habe ich das schon gemacht und habe dann jahrelang alles selber gemacht und habe das aber nie gepostet oder gezeigt, weil ich habe es für mich gemacht, einfach um mein Leben. So, und ich spreiz jetzt in die Beine. Wie viele Autos oder sonstiges hast du schon zusammengebaut in deinem Leben? Also Autos, Haus raus ist schlecht. Ich will nicht extrem viele. Also Autos habe ich jetzt umgebaut und ich bin ganz ehrlich, für mich den Gatz. Jetzt kommt ein neuer dazu. Okay, okay. Dritter ist in Vorbereitung. Okay. Dann habe ich für Rotten Raptor den Buggy umgebaut, den großen Rio LKW und den Ford F20. Okay. Das sind die einzigen Sachen, also die große Ramme am LKW, dann die Ramme am Ford und den Buggy komplett. Allerdings in Zusammenarbeit mit Ernie von Rotten Raptors. Okay. Er hat geholfen. Ja, ich habe ein paar Sachen beigebracht. Auf welchen Seiten sehen wir das jetzt? Die Seiten können wir entweder bei mir sehen. Ja. Das ist Trashman Hex. Trashman Hex, das ist Scrap Eater, aber es reicht, wenn ihr Trashman Hex oder noch besser einfach Scrap Eater eingibt, dann seht ihr dieses Logo. Alles klar. Und wenn ihr das Logo im Facebook seht, bei dem Namen Scrap Eater, dann wisst ihr, seid auf der richtigen Seite, weil es gibt mehrere Scrap Eaters. Okay. Aber ich bin meistens ganz oben. Okay. Oder auf der Facebook-Seite von Rotten Raptor. Okay. Da kann man die Sachen auch sehen. Okay. Müsst ihr halt ein bisschen scrollen, weil da wird wesentlich auch mehr von Events gepostet. Okay, mittlerweile gab es nicht so viele Events wegen Corona, aber trotzdem müsst ihr ein bisschen suchen. Bei mir auch, weil es sind schon ältere Sachen. Motorräder habe ich schon Massen umgebaut. Also in meinem ganzen Leben, ich denke mal, dass ich so um die 50, 60 Motorräder locker umgebaut habe, die ich auch persönlich mit TÜV gefahren habe. Mittlerweile bin ich von dem Aspekt TÜV weggegangen. Ich lasse jetzt Blinker weg, ich mache jetzt extremere Umbauten, weil ich habe durch Zufall die Endzeitzähle dann kennengelernt, durch einen Arbeitskollegen, der hat gesagt, er kennt die Westland, wo er sagt, hey, du musst dein Zeug posten, das ist so geil. Dann bin ich in Facebook gegangen, habe mir die mal angeguckt und habe gesagt, ja, ist nicht so mein Stil. Und irgendwie bin ich dann mit den, besonders mit Dimitri von Nuclear Snail Condom in Kontakt gekommen. Und dadurch bin ich immer mehr in die Szene und dann war ich irgendwann mal auf so einem Lab-Event, war nicht so mein Fall, und habe erstmal gemerkt, hey, da gibt es noch mehr Leute, die das machen und die machen das aus Spaß, sondern nicht nur, weil sie es brauchen, sondern und ich war so begeistert, dass ich schon angefangen habe, meine Sachen zu posten und Kontakt zu den Leuten zu finden und mittlerweile auch gerne auf Events mitfahre und auch für diese Events Sachen baue, was früher nicht der Fall war. Früher habe ich nur das gebaut, was ich brauche. Fertig, habe ich ein Motorrad gebraucht, habe ich mir überlegt, wenn eins kaputt gegangen ist, was ist einfacher? Soll ich es reparieren, zerlegen oder soll ich mir einfach ein neues bauen? Manche habe ich einfach zerlegt, habe Teile genutzt, habe mir das Neues gebaut oder habe Dutch-Teile besorgt. Mittlerweile kriege ich sehr viele Motorräder auch geschenkt und dann baue ich die wirklich rein auf Endzeit um. Keine Blinker, kein TÜV, kein gar nichts. Allerdings muss ich dazu sagen, es wäre möglich, auf diese Fahrzeuge auch TÜV zu bekommen. Aber mir gefällt das nicht mehr, wenn ich Endzeitausstellung mache, Blinker dran zu machen und die ganzen Sachen, die eigentlich ja optisch stören dabei.
Aber ich kann viele Sachen, wenn ich es jetzt heute verkaufen müsste, aus irgendwelchen finanziellen Möglichkeiten, ich könnte ohne Probleme innerhalb von eines Tages alles hier fertig machen und die fehlenden Sachen anbringen. Ich gucke halt viel drauf, dass es funktioniert, dass die Technik in Ordnung ist. Bei mir müssen die Sachen laufen. Es darf nicht nur einfach was dran geklatscht sein, habt ihr einen Umbau. Das Ding muss zuverlässig sein. Wichtig, Zuverlässigkeit. Wenn ich auf ein Event bin, möchte ich reintreten oder den Starter drücken und das Ding muss laufen. Und nicht zwei Stunden rumreparieren müssen, dann 250 Kabelbinder abschneiden müssen, weil ich alles mit Kabelbindern kann. Halt. Jetzt eine große Frage von mir. Wenn irgendwie einer Bock hat und hat zu viel Geld, gibt es ja auch manchmal, könntest du für ihn auch was aufbauen, was, ich sag jetzt mal, was auf der Straße läuft, was er irgendwie umrüsten kann und was er dann auch benutzen kann auf dem Event? Ja, ist definitiv möglich. Allerdings muss ich dazu sagen, extrem optische Umbauten sind möglich, okay. Extrem technische Umbauten sind nicht möglich. Okay. Also eine Verlängerung der Schwinger ist beim TÜV durchzubekommen. Recht schwierig, obwohl ich alle Schweißscheine habe und auch von der Firma, wo ich arbeite, dass die Möglichkeit besteht. Wir haben alle Gutachten, wir haben alle Zertifikate, wir können Festigkeitsgutachten fürs Material, wir haben Schweißprüfungen und alles. Ich könnte das ganz durch über die Firma machen, könnte diese Bescheinigung zugeben zum TÜV fahren. Ist aber auch immer eine Auslegungssache, ist sehr kostenaufwendig und kostet sehr viel, weil bei neueren Fahrzeugen muss ein Crashtest dann gemacht werden. Oder eine Festigkeitsprüfung, die sehr aufwendig und teuer ist. Lohnt sich nicht. Bei alten Fahrzeugen geht das gut, bei ganz neuen geht fast gar nichts mehr. Okay. Aber es ist prinzipiell möglich, ältere Maschinen, das sind meistens diese Oldtimer oder gerade so noch Youngtimer, aber die ganz neuen vergisst. Die kann man sehr gut umbauen, weil diese Bestimmungen von der Straßenverkehrsordnung nicht für jedes Motorrad gleich sind, sondern immer nach Erstzulassungsjahr ausgehen. Das heißt, wenn du ein Fahrzeug von 1981 hast, kannst du größtenteils die Umbauten machen, die erlaubt waren 1981, die heute nicht mehr erlaubt sind. Auspuffanlagen, Blinker, Beleuchtungen. Wenn ich eine alte BMW von 1950 habe, hey, scheiß auf die Blinker. Rücklicht, habe ich ein rotes, Bremslicht ist gelb, gibt es heute nicht mehr. Es gibt Sachen, die brauche ich da nicht, weil die noch nicht vorgeschrieben waren. Das Baujahr sagt, altes Baujahr. Es gibt Baujahre, da brauchst du noch nicht mal mehr irgendwelche großen Sachen mit Abgas zu berechnen. Dann kannst du baujahrbedingt einfach einen Auspuff selber bauen und dran klatschen. Ist mit den neuen Fahrzeugen nicht mehr möglich. Okay.